Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 Director's Cut. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal hier und sind hier ins Labor von Umbrella eingedrungen. Und genau, Labor B3 und wir suchen hier nach... Ja, wonach eigentlich? Wir suchen eigentlich nur nach einem Weg zum Heliport, aber wir wollten halt auch hier Umbrella ein bisschen aufdecken, was sie hier gemacht haben. Wir haben schon beim letzten Mal nichts Spezielles. Beim letzten Mal nackte Zombies draußen rumlaufen sehen. Okay. Irgendwelche gescheiterten Experimente. Verschiedene Chemikalien zur Forschung. Nichts Nützliches. Oh, schaut mal da. Dieser Computer wird benutzt, um das elektronische Schloss zu öffnen. Und sie anmachen? Ja klar, mach mal an. Hey, schaut mal. Uralttechnik von Umbrella. Uralttechnik von Umbrella. Okay. Wir sitzen also am PC. Login. Das Login war doch John, ne? Ah, die tippt sogar nebenbei. Passwort Ada. Hatten wir ja beim letzten Mal rausgefunden, ne? Da hatten wir ja so ein kryptisches Rätsel. Und ich hoffe, dass das jetzt stimmt. Ansonsten müsste ich nochmal gucken. Mole vielleicht. Aha. Door Lock Operation. Wir können uns den... Ja, den... das Geschoss quasi auch aufsuchen, wo wir die Schlösser aufmachen können. Machen wir B2, komm, Jill. Accessing. Okay. Permission denied. Ahahaha. Okay, dann vielleicht der Mole. So. Gucken wir es jetzt mal. Verified. Ha, seht ihr das? Sehr schön. B2. Haben wir aufgemacht. Sehr gut. Unlocked. Dann B3 bitte. Können wir da hin? Accessing. Ja. Sehr schön. Unlocked. Dann haben wir es doch eigentlich. Dankeschön, lieber Computer. Ha. Sehr schön. Dann haben wir somit... nichts Spezielles. Die Türen aufgemacht, die uns bis jetzt verschlossen geblieben sind. Gut, was ist das hier? Das ist ein Donut oder so. Nein. Es ist ein Film. Aha, ein Film also, Leute. Und was ist das hier? Nichts Spezielles. Das sieht aus wie eine Sonnenbank. Oh Gott, nichts Spezielles. Sag da jetzt bitte nichts zu, ey. Nee, da ist auch gar nichts, okay. Da ist gar nichts hier. Nichts Spezielles. Okay, da ist eine Tür. Was ist das hier? Verschiedene Geräte und Chemikalien. Nichts Nützliches. Okay, Jill, du willst hier anscheinend gar nichts sagen. Okay, was ist das da? Das ist auch nichts. Naja, gut. Aber dann haben wir hier zumindest... der Computer benutzt, um die Schlösser aufzumachen. Okay. Die geile Wuschtür hier. So, läuft hier jetzt noch ein nackter Zombie rum? Ja, da ist noch einer. Mach den platt, bitte. Der nackte Zombie da, ey. Hä? Was soll das? Steht hier immer auf oder was ist hier los? Sagt mal. Das kann doch jetzt nicht sein. Ich hab die doch schon kaputt gemacht hier. Oh, da ist ein Symbol da unten. Energieraum. Ah, die Tür ist verschlossen. Gut, da müssen wir, glaube ich, nochmal oben nach B3, oder? B2. Genau, da oben, der Raum steht uns jetzt offen. Da gehe ich auch gleich rein. Aber gehen wir erstmal hier noch rein. Das ist auch verschlossen, okay. Da ist noch ein Zombie da. Ich meine, das kann doch nicht sein, dass sie hier immer wieder aufstehen. Was soll denn das?
Ich meine, wir haben genug Muni, ne? So ist es ja nicht. So. Kannst jetzt bald mal, kannst jetzt mal tot bleiben? Die stehen echt immer wieder auf, ne? Ich meine, das kann ich irgendwie nicht glauben, dass sie wieder aufstehen. Das haben die bei Resident Evil noch nie gemacht. Wenn ja, dann verschieße ich jetzt halt meine Munition. Ja, das war genau mit dem letzten Schuss. Ja gut, aber wie gesagt, wir haben ja noch eine ganz andere Waffe im Inventar, ne? Nämlich die Magnum, aber die werde ich erstmal noch nicht benutzen. Oh, ich will wieder aus der einen schlimmen Musik in die andere. So, die ist doch jetzt auf, genau. Ha. Die ist doch jetzt auf hier. Alles klar. Hä? Was ist das denn für ein Raum? Den habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Oh, was ist... Sicherheitssystem. Okay. Keller. Level 1. Helikopter. Heliport. Regierungsbeamte und Chefs haben nur... Und... Uni und Helikopterport. Die haben nur Zugriff drauf. Okay. Diese Einschränkung gilt möglicherweise nicht im Falle eines Unfalls. Passage zum Helikopter. Niemand darf diese Passage betreten, außer sie werden begleitet von einem Forscher oder Sicherheitsdirektor. Okay. Alle anderen werden erschossen bei Sicht. Puh. Okay, Aufzug. Der Aufzug hört während Unfällen auf zu arbeiten. Keller Level 2. Der visuelle Datenraum. Der visuelle Datenraum ist in der Kontrolle der speziellen Forschungsabteilung. Keith Irving, der Raummanager, ist... Ja... wurde damit beauftragt, die Entscheidungskraft über diesen Raum, über die Nutzung dieses Raums zu haben. Keller Level 3. Gefängnis. Sanitäranlagen. Oder was? Sanitation Division. Hausmeister. Haben die Kontrolle über die Benutzung des Gefängnisses. Consultant-Forscher. E. Smith, S. Ross, Albert Wesker müssen präsent sein, wenn der Virus in Benutzung ist. Albert Wesker! Unser angeblicher Kollege. Die dreifach verschlossene Tür. Niemand ist erlaubt, da reinzugehen, außer er hält alle drei... Er hält alle Passcode-Dokumente in den Händen. Passcode-Dokumente müssen an der speziellen Ausgangsmaschine von Chefforschern von jedem Block generiert werden. Ich glaube, die haben wir aber schon. Das sind nämlich die Mode-Disketten. Energieraum. Hier dürfen nur Headquarter-Chefs rein. Diese Einschränkung gilt vielleicht nicht, wenn der Consultant-Forscher spezielle Instruktionen erhalten hat. Passcode-Ausgabemaschine. Niemand ist erlaubt, diese Passcode-Maschine zu benutzen, außer der Chefforscher. Keller Level 4. Streng geheim. In Bezug nehmend auf den Fortschritt von Tyrant after der Benutzung des T-Virus. Das weitere Dokument ist unleserlich. Oh mein Gott. Auf dem vierten Level haben sie hier also Tyrant.
Mit T-Virus, okay. Was haben wir hier noch? Telefon. Ein Telefon, das scheint nicht funktionieren. Okay. Was steht da? Was steht da? Doors? Nee. Was steht hier? Ungewöhnliche physische Symbole sind hier reingeschrieben. Okay, was ist das hier? Das sieht beweglich aus. Da ist ein Panel. Willst du es öffnen? Ja. Da ist ein Schalter. Willst du ihn drücken? Ja, mach mal. Was ist das? Boah, alles hoch geheim hier. Was ist das? Ein Projektor. Da können wir doch den Film benutzen. Boah, Umbrella Ink. Biowaffenmaterialien. Boah, schaut mal hier. MA-39 Cerberus. Das ist der Hund, der uns begegnet ist. Neptun, FI-3, Fisch. Der Fisch aus dem Keller im, in dem Gasthaus. Hunter, MA-121. Ja. T-002 Tyrant. Das, liebe Leute, ist die ultimative Lebensform. Biowaffenforschung, Institut. Forschungsmitarbeiter. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen da gerade? Ja, die ganzen Gegner und vor allem, das ist wichtig. Schaut mal da. Rechts der Typ. Ja, mit der Sonnenbrille. Wer ist das wohl? Natürlich Wesker. Also der steckt hier also mit drin. Okay, was haben wir hier? Oh, ein ziemlich wichtiger Schlüssel. Laborschlüssel. Okay, dann haben wir hier auch alles. Wesker, du Penner. Du bist also tatsächlich hier mit Umbrella unterwegs. Oh Mann. Okay. Das heißt, wir haben hier jetzt erstmal nichts mehr zu tun. Auf B2, sondern wir müssen hier rein. Wesker, Wesker, Wesker. Was fällt dir nur ein, ne? Gut. Freunde. Wenn die jetzt wieder hier stehen, ne? Das gibt's doch nicht! Warum stehen die jetzt hier wieder? Das kann doch nicht sein. Ja, ist mir egal. Ich mach die jetzt nicht platt. Ich habe die eben schon zweimal platt gemacht. Ich verstehe nicht, warum das da nicht funktioniert. Okay, da ist nur diese Dreifach-Passcode-Tour drin. Aber wir können ja hier rein jetzt. Wartet mal, wir können ja jetzt hier rein. In die Tür direkt rechts. Hier. Ne, da waren wir schon. Hier. Genau, da können wir doch jetzt rein. Diese Zombies, da stehen anscheinend immer wieder auf. Da ist noch einer. Ja gut, die muss ich jetzt halt hier... Da muss ich jetzt halt... Drei Stück! Und hier rennt noch einer rum. Was ist denn hier los? Ja, sorry Leute, aber für die musste ich jetzt meine Schuss brauchen. Das wird verdammt knapp mit der Money, ey. Aber vier Zombies hier drin. Fax. An den Manager des Hausmeister-Teams oder keine Ahnung. Von Spezialkomitee der Katastrophen. Spezialkomitee für Katastrophen vom Raccoon speziellen Forschungsabteilung. Okay, dieses Memorandum ist streng vertraulich und muss zerstört werden, sobald sie es verstanden haben. Tja, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Bezüglich des T-Virus-Ausbruchs, welcher vor kurzem passiert ist, hat dieses Komitee eine Feldstudie durchgeführt. Bezugnehmend auf die Resultate der Studie
Gibt es eine Schätzung über den, ja, über, gibt es eine Einschätzung, dass der Schaden, der verursacht würde durch einen Unfall, größer wäre als angenommen? Okay. Zuerst, obwohl es sehr schwer ist, akkurate Daten und aktuelle Zahlen zu bekommen, wie machen wir, haben sie, wurde sich trotzdem Gedanken gemacht, dass mehr als die Hälfte der Forscher ja gestorben sind, nachdem sie dem T-Virus ausgesetzt waren. Die Totenzahl wird sehr wahrscheinlich zunehmen, weil alle in der Nähe befindlichen Überlebenden Symptome zeigen, die des T-Virus ähnlich sind. Zweitens befinden sich alle unsere Sicherheitssysteme noch in Funktion. Wie auch immer, wurde unser spezielles Sicherheitsteam beinahe zerstört. Boah, ausgelöscht. Okay. Genau deshalb werden die Ergebnisse der Forschung von unserer Firma Top Secret behandelt. Wartet mal. Außenstehende haben Zugriff auf unsere Daten erhalten. Okay, das ist Yard Umbrella. Gegenmaßnahmen sollten so bald wie möglich ergriffen werden. Zuletzt sind viele Subjekte von dem Experiment entkommen und außer Kontrolle. Wir glauben, dass manche Forscher getötet wurden, von diesen Subjekten getötet wurden und die Körper wurden zerstümmelt. Tja, okay. Einem freudigen Zufall dienen diese Ereignisse als Beweise und der Erfolge unserer Forschung. Wie auch immer, es gibt auch ein sehr hohes Risiko, dass diese Nachricht vielleicht rauskommt in die Presse, wenn wir nicht unverzüglich handeln. Der Zustand im Moment ist absolut ernst zu nehmen. Unsere Operation zur Geheimhaltung der Situation ist schwer durchzuführen. Wie auch immer, letztendlich hoffen wir, dass das Problem bald gelöst werden wird. Wir sind doch sehr besorgt, dass die Staatspolizei uns unsere Forschungen ja intervenieren, also sich da reinschmuggeln. Wir müssen darauf auch reagieren. Okay, die Stars, Leute. Also, das war ein ziemlich langer Text, aber ich glaube, ich hoffe, ihr habt soweit verstanden, was da. Oh, schaut mal. Excite 1998. Geil. Ja, Farbband. Nein, lass das bitte liegen. Ich möchte nicht wieder zurückgehen. Tut mir leid, ich lasse das Farbband einfach. So, haben wir da vielleicht Schrotmuni drin? Nö, okay. Dann haben wir hier noch so. Was ist das? Die meisten von ihnen sind Fantasiebücher. Aha, schaut mal hier. Das ist ein Passcode-Ausgabegerät. Wenn ich eine Modiskette hätte, könnte ich den Code erhalten. Aber du hast doch eine Modiskette. Gib die da ein. Ah, schaut euch das an. Passcode 01. Okay. Das sieht cool aus. Wir haben es gekriegt und ich schwöre bei meiner selbst, sprach der Herr, dass weil du das getan hast und dass du nicht zurückgehalten hast, mein Sohn, mein einziger Sohn, Genesis 22:16. Okay, Passcode 01.
Alles klar, ich hab schon den Passcode. Okay. Das heißt, hier sind wir fertig. Nichts Spezielles. Hier sind wir fertig. Okay, sehr gut. Das heißt, der Raum, der war sehr nützlich, muss ich sagen. Vier Zombies, ey. Das gibt's doch nicht. Vier nackte Zombies. Okay. Gut. Das heißt, wir haben hier. Stopp mal, wir können hier schon ein Passcode-Panel. Sie haben den Passcode eingegeben. Wir haben einen Passcode, liebe Leute, von dreien. Das heißt, das ist diese Passcode-Tür hier. Okay. Alles klar, dann gehen wir mal wieder raus, weil hier haben wir noch nichts mehr zu tun. Bin ich jetzt mal gespannt. Leben die wieder? Die leben wieder, okay. Jetzt kommen wir nämlich auch hier rein. Oder waren wir schon in der Wuschtür? Ah, hier waren wir schon. Aber wartet mal, war hier nicht. War hier nicht irgendwo. Nee, scheinbar nicht. Okay, dann nicht. Ich hatte jetzt irgendwo gehofft, dass da ein Loch in der Wand war, aber. Nö. Okay, dann. Ja, wie soll ich jetzt an dem vorbei? Da komme ich doch nicht dran vorbei. Ich will auch nicht mal da eine Uni verschwenden. Warte mal, lass den weitergehen. Lass den weitertippeln. Ach, verdammt. Da komme ich doch nicht dran vorbei. Doch. Jetzt bin ich dran vorbei. Okay. Super. Oh, noch zwei Stück. Die ist von innen verschlossen. Nein. Oh, Gottes Willen, Jill. Den Laborschlüssel haben wir benutzt. Okay. Oh, Gott sei Dank. Der Schlüssel ist jetzt nutzlos. Ja, schmeiß ihn weg. So, dann. Geh da rein, um Gottes Willen. Puh. Okay. Was haben wir hier? Labor. Karte, bitte. Okay, das ist nur ein Miniraum hier. Scheinbar. Okay, was haben wir denn hier? Was? Von wegen Miniraum. Ach du Kacke. Das ist ja voll verwirrend da unten. Ah, okay. Ich weiß, in welchem Bereich wir reinkommen. Da ist ein normaler Zombie gewesen. Habt ihr es gesehen? So, gehen wir erstmal hier rein. Ein rotes Kraut. Ich werde nicht mehr ein rotes Kraut. Oh mein Gott. Kommt ja auch nur einmal alle fünf Parts vor oder so, dass wir ein rotes Kraut finden. Okay, das hier sieht unheimlich aus. Ja, es ist aber gar nicht so. Ja, doch, das ist schon gruselig hier, aber da ist Schrotmoni. Das ist ein OP-Tisch. Oh Gott, ich will nicht wissen, was die mit den Zombies gemacht haben. Ohne Scheiß. So, liebe Freunde, jetzt haben wir hier ein kleines Mini-Rätsel, weil ihr seht, da ist ein Loch in der Wand, ne? Müssen wir tatsächlich jetzt erst hier diese Kiste da drauf schieben. Weil wir haben nämlich. Nein! Nein, 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 nein! Ah, scheiße, das wollte ich doch gar. Hä? Warum? Ich bin da. Ich bin. Ah, okay. Ich bin vergiftet jetzt, ne? Nein, bin ich nicht. Okay, Gott sei Dank. Kann ich da jetzt wieder rein? Scheiße! Gottes Willen, kann ich jetzt wieder rein? Und da habe ich es verkackt. Nein, okay. Also da darf ich nicht drauf trampeln. Okay, aber wie mache ich das denn dann jetzt? Wartet mal. Wir müssen hier nämlich. Wir haben hier nämlich echt ein Rätsel. Ein Schieberätsel. So, ich glaube. So erstmal. Genau, und dann will ich jetzt am überlegen. Wie soll ich das jetzt machen? Kannst du von der anderen Seite schieben? Geht das? Oder muss ich es wieder resetten? Ich komme da nicht dran. Ha. Ich glaube, ich habe es verkackt. So, ich habe jetzt mal
ein Safe State einfach gemacht. Wie funktioniert das jetzt hier? Wartet mal. Wie soll denn das jetzt gehen? Das ist schon was komplizierter hier. Ah, ich hab's. Glaube ich zumindest. Ja, ich glaube, dass ich's hab. Wartet mal. Schieb das mal bitte weiter. So. UMB-Kisten wieder. Wie im Keller vom Herrenhaus. So. Kannst du hier hinter? Nein, kannst du nicht. Okay, stopp. Jetzt kannst du hier hinter. Das heißt, wir müssen erst diese Gitter da ja, abdecken. Oh Mann, die Folge ist schon wieder voll. Das ist doch nicht wahr. Naja, gut. So, jetzt ist es abgedeckt. Und somit können wir jetzt auch diese Treppe da hinschieben. So. Gucken wir erstmal noch mal Instrumente zur Operation. Ah, oh, da ist Blut dran. Ih, Leute. Gut, dann können wir ja hier jetzt das Ding da reinschieben. Hä? Normalerweise. Ach, shit, Leute, das kann doch nicht sein. Okay. So, jetzt aber. Oder? Kannst du es jetzt da rein? Nee. Die schiebt's nicht mehr. Geht das jetzt da rein? Ich muss das Ding irgendwie hier wegkriegen. Hey, was ist denn jetzt los? Leute. Wollt ihr mich verkackeiern oder so? So. So. Ja. Aber... ich habe da jetzt drauf getreten. So. Ich muss doch irgendwie hier... so. Das ist ein Gefrickel hier, echt. Aber ich muss halt hier irgendwie hier rein. So. Passt das jetzt? Jetzt muss das doch passen. Och, Jill. Du machst mich echt fertig hier. Ich sag mir nicht, dass das nicht da reinpasst. Ist nicht dein Ernst. Ey. Okay, wartet mal. Ich bin hier gerade ein bisschen zu doof für. So. Ja. Dann mache ich jetzt noch mal ein bisschen weiter auf. So. Irgendwie muss das doch klappen. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, wobei, ich habe das schon drauf getreten, ne? So, jetzt muss das da reinpassen, Jill. Ja, geht doch. Sehr schön. Und dann können wir tatsächlich auch hier rein. Oder? Hallo? Ja. Da ist ein Luftschacht. Wollen wir reingehen? Wir machen jetzt hier einen auf James Bond. Zack. Oh Gott. Leichensäcke. Was ist das da? Was ist das? Magnum Muni. Sehr gerne. Danke. Ja, von der Magnum jetzt einige Schuss hier. Okay. Ja, das ist ein Leichenschauhaus hier. Oh Mann, Leute, das ist so grausig hier, echt. Ah, schaut mal. Passcode-Ausgabemaschine. Modisk, ja, wir haben noch welche, aber... wartet mal bitte. Ah, jetzt kommen wir hier raus. Ah... okay, wunderbar. Dann können wir ja noch kurz... keine Zombies? Doch, Zombies. Scheiße. Ah! Ja, scheiße. Geh bitte weg. Da. Lass mich raus hier, los. Lass mich so schnell wie möglich zu meiner Kiste. Ich muss zu meiner Kiste. Fuck. Ja, irgendwie kann man die nicht killen. Keine Ahnung. Voll unfair. Aber gut. Oh, ich will hier raus, ey. So. Kiste, ich brauche dich. Aber ich glaube, wir müssen uns jetzt langsam aber sicher
ein wenig umrüsten, weil ich glaube, da kommen beim nächsten Mal ziemlich heftige Gegner. Die Pistole brauchen wir nicht mehr, weil wir kriegen nicht umsonst hier Magnum Money. So, die kann auch mal raus. Die Modis-Kette. Dann nehme ich mal die Magnum mit. Genau, Leute, ich nehme die Magnum mit. Ja, tatsächlich. Feuerzeug? Nö. Herbst? Nö. Mixed Herbs. Kampfmesser. Wo ist denn die Magnum Cold Python? Da. So, dann sind wir zwar fürs erste voll, aber das können wir ja kombinieren. Und eine Medizin reicht auch, wenn wir damit rumlaufen. Von daher, jo, Leute. Gut, liebe Leute, würde ich aber mal sagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und lasst die Glocke läuten, würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter, den Kanal. Und wie es hier weitergeht, sehen wir beim nächsten Mal. Und, ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.